Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen. Weiter geht's mit Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch im Master-Modus. Wir sind im letzten Part ja hier angekommen. Ja, nach der Schwertprüfung, bei diesem Schrein hier auf jeden Fall. Wir sind ja aktuell hier bei dem Taina-Kyoso-Schrein und schauen in diesem Part auf jeden Fall zu der großen Fee. Wir sind ja hier lang geschwebt, beziehungsweise vom Turm hier so runter und haben gesehen, dass hier in der Region wahrscheinlich sogar noch eine dritte Fee ist. Zumindest sieht das so aus, als wenn da noch eine ist. Hier beim Schnepfenhügel. Da schauen wir natürlich gleich auf jeden Fall hin. Erstmal machen wir aber auf jeden Fall den Schrein. Den wollten wir jetzt ja erstmal in Angriff nehmen. Ja, schauen wir erstmal rein und dann schnuppern wir direkt rüber zur Fee gleich. So gesehen, die dritte Fee. Da gibt es ja den Pferdegott, den wir noch hatten. Also drei große Feen wären das und der Pferdegott irgendwie noch. Aber schauen wir erstmal, wie gesagt, hier in den Schrein kurz rein. Oha. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Taina Kyoso. Im Namen der Göttin Hylia wird deine Kraft geprüft. Kraftprobe schwierig haben wir hier wieder. Das könnte hart werden. Jetzt muss ich erstmal schauen, was rüste ich aus. Also, wir haben ja hier einige Sachen. Die Schwertprüfung haben wir leider nicht geschafft im letzten Part. Ist aber auch nicht schlimm. Haben wir zwei Teile, zumindest den Eberrock haben wir einmal weggekloppt, was natürlich auch geil ist. Müsste man schauen. Ich denke mal, das hier wird erstmal der letzte Part zu zu Breath of the Wild auf der Switch, weil morgen ja Tears of the Kingdom kommt. Aber das Let's Play allgemein ist nicht zu Ende. Die Story haben wir zwar beendet, aber das Let's Play allgemein ist ja eigentlich nicht zu Ende. Das heißt, in ferner Zukunft kann das natürlich sein, dass irgendwann weitere Parts kommen. Aber das müssen wir dann mal schauen. Gleich erstmal zur Fee und ihn hier jetzt erstmal auf jeden Fall platt machen. Beziehungsweise, oha. Muss erstmal schauen, das könnte hart werden. Haben wir irgendwas zum Vereisen? Ja, hier, das Eis-Großschwert könnte ich ja nehmen. Und schau, dass ich so irgendwie auf ihn drauf komme hier. Ja, schön eineisen. Und am besten immer schön ausweichen, oder? Jetzt zum Beispiel so und dann drauf. War eigentlich sogar schon sehr gut. Da haben wir noch genügend Pfeile, ne? Wir haben auch noch ohne Ende hier, sehe ich gerade. Könnte man natürlich auch draufhauen, würde ich sagen. Ah, gefährlich. Muss immer schauen, dass ich natürlich immer rechtzeitig ausweiche und immer weiter draufkriege. Der ist aber auch. Kann nicht sein. Der wird nicht easy, glaube ich. Der wird auf jeden Fall nicht easy. Immer schön drauf. Beste drauf, würde ich sagen, oder? Ich sehe auch gerade, der Fogo schaut auch gerade rein. Muss ich gleich schauen, ich bin natürlich gerade mitten im Kampf. Und er ist hart, würde ich sagen, ja. Ja, schön, dass du reinschaust. Auch schon mal dazu auf jeden Fall mega cool, dass du reinschaust. Ah, krass. Mit einem Schlag hat er so viel Energie gerade weggehauen. Okay, dann würde ich sagen, schaue ich kurz erstmal im Chat. Fogo schrieb noch, einen Abend. Hab's heute leider nicht früher geschafft. Habe ich was verpasst? Ja, wir haben zwei Parts zu der Schwertprüfung jetzt hinter uns, haben die leider nicht komplett geschafft, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, Tears of the Kingdom kommt am Morgen, beziehungsweise eigentlich nicht bei mir an, weil Saturn heute eine E-Mail geschrieben hat. Ja, dass es irgendwie Lieferschwierigkeiten gibt. Ich habe aber bei Expert direkt vor Ort nochmal. Ja, das reserviert, das heißt, muss ich schauen morgen. Kann natürlich sein, dass Expert sich meldet. Dort stand zumindest in der E-Mail, dass ich das morgen abholen kann. Wenn, dann hole ich das natürlich dort ab. Tears of the Kingdom. Und storniere das bei Saturn natürlich dann. Obwohl ich das vorbestellt habe am 2.5. kommt gestern bzw. heute die E-Mail an. Ja, leider Lieferschwierigkeiten, kann nicht geliefert werden. Kann nicht sein, oder? Habe ich nur gedacht, wo ich die E-Mail gelesen habe. Vor allem, ich habe es dann bezahlt am 2.5. auch alles schon und dann können die auf einmal nicht liefern und schreiben heute erst eine Mail. Wäre super, wenn die sich melden, schrieb Fugu noch. Ja, wäre schon cool. Also ich denke mal schon, dass das bei Expert klappt. Also das wäre vor Ort und in der E-Mail stand, wo ich es reserviert habe, dass es verfügbar ist und so. Denke mal schon, dass es klappen könnte. Oha, jetzt muss ich schauen. Er macht hier gerade seinen komischen Kram da, ne? Aber wie gesagt, ja, bei Saturn kann ich es dann natürlich auf jeden Fall stornieren dann, ne? Die Kraftprobe hier geht gar nicht, oder?
Ja, Story haben wir gestern auf jeden Fall durch. Das heißt, die Hauptstory haben wir auf jeden Fall beendet in Breath of the Wild, was auch sehr cool ist. Der Ganon und natürlich die Dämonenbestie sind besiegt. Aber es gibt natürlich ohne Ende noch, ja, Sachen, die wir so machen können. Das. Er haut auch gut Energie weg, oder? Muss ich mal schauen, dass ich hier immer auf den Beinen ein bisschen drauf haue hier. Ich würde sagen, am besten mit Bombenpfeile. Ja, nee. Wehr mich wieder. Und weiter drauf. Solange er seinen Kram macht, würde ich sagen, schöne Bombenpfeile drauf. Da haben wir noch genügend. Ja, vom Bosskampf auf jeden Fall über hier. Metzel drauf, ja. Somit haben wir ihn. Krass. Kraftprobe schwierig, somit geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dank den Pfeilen, alles drum und dran. Ich sehe gerade übrigens, wir haben auch ohne Ende antike Sachen und so bekommen, ne? Könnte man eigentlich sogar zum Akala-Institut nochmal schauen wegen der antiken Rüstung. Aber erstmal schauen wir gleich zu der Fee, wie gesagt, wo wir lang geflogen sind an der Ecke. Eben gerade im letzten Part. Müssen wir erstmal zur Fee schauen, die letzte große Fee aufdecken. Schauen, wie sie heißt und so. Hier haben wir zumindest auch die Königshellebarde. Ja, nehmen wir gerne mit. Und Schrein somit auf jeden Fall abgeschlossen. Mega cool. Bogo schrieb noch, gestern habe ich es leider nicht geschafft. Schaue mir aber auf jeden Fall dein Part auf YouTube an. Mit Ganon. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Mega cool. Im Namen der Göttin Hylia verleiht er ein Zeichen der Bewährung. Ja, die Parts auf Twitch sind die natürlich schon verfügbar. Wenn du die auf Twitch schon schauen möchtest, in den Highlights sind die natürlich schon veröffentlicht. Auf YouTube dauert das natürlich. Da kommen die ja nach Reihenfolge 3 Videos am Tag. Ja, das wird noch ein bisschen länger dauern, bis sie dort erscheinen. Deswegen eigentlich immer am besten auf Twitch natürlich in den Highlights reinschauen. Dort sind die meist immer sofort verfügbar. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, Ganon, die Verheerung Ganon, mega hart gewesen. Mega, mega hart gewesen auf jeden Fall, der Kampf. Die Dämonenbestie selbst war ja eigentlich nicht so schwierig. Die ging eigentlich auf Anhieb. Aber die Verheerung, also die erste Phase von ihm, muss ich sagen, war mega hart. Ich hätte schon fast die Krise gekriegt bei dem Bosskampf. war schon echt hart auf jeden Fall, muss ich dazu sagen. Hier könnte man jetzt schauen, dass wir erstmal die Krogmaske wieder aufsetzen, oder? Ja, wie gesagt, auf Twitch machen die Highlights immer meist immer nach den Streams direkt fertig. Dort könnt ihr die auf jeden Fall direkt sogar schon anschauen. Meist immer direkt nach dem Stream mache ich die meist immer schon fertig dann. Und hier haben wir noch einen Krog, ne? Irgendwo. Könnte man auch mal schnell schauen. Wenn wir den noch finden. Ja, dann schauen wir gleich hinten, wie gesagt, zu der Fee. Das müsste auf jeden Fall eine Fee sein hier. Aber wir sind da rumgeflogen. Das heißt, hier müsste die letzte große Fee sein. Okay, Krog könnte überall sein, oder? Schauen wir kurz. Da ist natürlich wieder die Frage, da müssen wir überall die Säulen hoch und so. Aber wenn ich den schon höre, würde ich sagen, schauen wir nochmal. Ja, wenn ich das Game Tears of the Kingdom natürlich morgen habe, müssen wir schauen, ob ich das schaffe, dass ich dann auf jeden Fall mit Tears of the Kingdom starte. Ich habe schon mega, mega Bock drauf und habe mich eigentlich auch geärgert, wo ich heute die E-Mail gelesen habe von Saturn. Habe mich schon gefreut, yes, morgen wird es geliefert. Und dann kommt sowas, dass es doch nicht geliefert wird. Dass da irgendwie Lieferschwierigkeiten sind bei Saturn. Ich habe keine Ahnung warum. Obwohl ich es am 2.5. bestellt habe, also vorbestellt habe. Und sogar bezahlt habe alles schon. Ja, aber wie gesagt, ich habe bei Expert geschaut, reserviert. Müsste eigentlich morgen dann kommen. Müsste ich eigentlich morgen haben. Keine Ahnung. Ach, da unten sehe ich gerade. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, wo der Krog ist, aber dort müssen wir doch reinspringen. Okay.
Ja, schauen wir direkt, dass wir da reinspringen, oder? Ja, super. Das war natürlich nicht so gut, oder? Von hier so. Ja, geht auch, okay. So mit Krog entdeckt. Ui, du hast mich entdeckt. So mit zwei Krogs haben wir insgesamt wieder. Dann würde ich sagen, wie gesagt, schauen wir rüber zur Fee. Das war, glaube ich, die letzte große Fee, die wir noch gar nicht hatten. Gut, dass wir da lang geflogen sind. Moment, wo ist das? Hier noch. Ich würde sagen, ich setze da mal eine Markierung. Da ist da drüben irgendwie rüber. Was ist das da unten noch? Da fliegt auch so ein Wachroboter noch. Ich würde sagen, da fliege ich auf jeden Fall immer rum. Zwei sogar von denen. Was machen die denn hier? Ja, hier sind auf jeden Fall Patronen. Ich würde sagen, wenn wir hier schon sind, nehmen wir die mit. Meteorstab, den haben wir sogar auch das erste Mal hier. Waffe antiker Zauberer, die drei Feuerkugeln auf einmal erzeugen kann. Ist seine Feuermagie aufgebraucht, zerstört er sich selbst, okay. Na klar, natürlich nichts. Kein Platz im Inventar hier, ne? Frage ist, was schmeißen wir weg? Wir haben so viele coole Sachen eigentlich. Ja, das hier würde ich sagen, schmeiß das erstmal weg und hier das Ding. Nimm mal den Meteorstab auf jeden Fall mit. Und schauen bei der anderen Truhe noch. Immerhin noch mal 100 Rubine. Ich würde sagen, das passt. Auch Tears of the Kingdom, wie gesagt, ich bin so mega gehypt da drauf. Ich würde es am liebsten jetzt schon zocken. Aber digital möchte ich es natürlich nicht kaufen. Ich kaufe natürlich alles, was im Handel erhältlich ist. Kaufe ich natürlich auch im Handel. Ja, hier, wie man sieht, ist noch eine weitere große Fee. Schauen wir mal, was sie haben möchte. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Jo, aber gern. Ich bin die große Fee Caesar. Okay. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine. Und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 1000 Rubine. 1000 geht da noch, würde ich sagen. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Da haben wir im Moment nur 400, ne? Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich nur 1000 Rubine. Müssen wir nur ein paar Teile verticken. Das ist wirklich, wirklich schade. Dann könnte man eigentlich sogar von dem Turm hier wieder runterreisen. Muss mal kurz schauen. Ich würde sagen, am besten nach Kakariko oder so hin. Ja, dann holen wir uns 600 Rubine, verkaufen ein paar Sachen. Und schauen natürlich wieder zur Fee. Bin mal gespannt, wie sie aussieht und so. Insgesamt haben wir jetzt zwar übrigens 53 Schreine erst eigentlich, ne? 76 Krogs. Ja, wie gesagt, in ferner Zukunft müssen wir mal schauen, wenn wir irgendwann mal Tears of the Kingdom zu 100% haben, könnte man natürlich auch in Breath of the Wild wieder reinschauen. Ja, morgen, wie gesagt, könnte es sein, dass es losgeht. Aber erstmal schauen, ob das mit Expert jetzt klappt und so, ne? Ich hoffe ja. Wenn nicht, werde ich verrückt. Dann bestellt man das Spiel vor am 2.5. und dann kommt das nicht. mega ärgerlich. Und vor allem Saturn hat auch, wie gesagt, erst heute die Mail geschickt, dass es nicht kommt. Man stand noch ein paar Tage vorher Bescheid zu sagen oder so, oder mindestens zwei Tage vorher. Es tut mir leid, Punkt, Punkt, Punkt. Nö, ich will verkaufen. Dann schauen wir mal. Was haben wir überhaupt zu verkaufen? Trüffel bringt 15. Hier sehe ich gerade Maxi Edeltrüffel. Der ist so viel zu wertvoll.
600 Rubine müssen wir haben, ne? Ich würde schon sagen, eigentlich wenn hier von den Hörnern und so oben. Nimm mal davon ein paar weg. Fugo schrieb noch, einen Tag vor. Du schreiben mir schon dreist. Das ist ja auf jeden Fall. Also einen Tag vor und erst zum Nachmittag kam die Mail sogar erst. Mega krass, oder? Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass sie auf jeden Fall liefern zum Erscheinungsdatum. Mega, mega ärgerlich, wie gesagt. Ich würde sagen, hier verticken wir erstmal 30. Muss schauen, dass wir mindestens 600 reinkriegen. 360 Rubine haben wir. Dann eigentlich von hier oben, würde ich sagen. Von denen nochmal so 29. Ne, lieber nur 19. Nicht zu viel verkaufen, oder? 152, okay. Das heißt 80 Rubine noch. Was hau ich da weg? Die sind extrem wertvoll, aber die brauche ich. Die Reaktorkerne. Ich habe übrigens Moldora-Flosse noch, ne? Aber die ist sehr selten. Heben wir auf. Höchstens hier den Sternsplitter. Das war auch selten. Bringt 300. 80 Rubine sonst nur. Ich würde sagen, das Hinox-Herz, ne, hebe ich auch auf. Dann hier von, würde ich sagen, von den Mobilen hauen nochmal ein paar weg. Machen wir 20 weg. Sind 240 Rubine. Ja, egal, da haben wir ein paar mehr. Haben sogar noch 160 über dann. Okay. Dann können wir sogar direkt zurück zur Fee. Ja, und schauen mal, würde ich sagen, oder? Ich denke mal, die kann auch nur die Rüstung wieder aufrüsten, oder? Bin mir da nicht sicher. Die anderen beiden Feen können auch nur die Rüstung verstärken und so. Ich denke mal, bei ihr können wir das auch nur. Also ich denke mal, nur wieder Rüstung verstärken, oder? Aber wir werden es gleich erfahren. Somit zurück zum Tabantaturm. Moment. Ich würde sagen, einmal direkt wieder markieren hier. Ja, da unten sehen wir sie auch schon wieder. Ja, schade, dass wir nicht mehr Zeit haben mit Breath of the Wild. Aber wir haben jetzt doch schon, das ist glaube ich der 60. Part jetzt hier, ne? Auch krass. Aber es wird eigentlich sogar so viel Sachen noch geben. Ah, da bist du ja wieder. Nun, wenn du Rubine hast, gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich nur 1000 Rubine. Ja, hier. Somit noch 160 über. Danke, meine Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Ja, somit wie gesagt die dritte große Fee hier. Du hast mich befreit, ja? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Oh la la. Wenn ich dich so anschaue, scheinst du genau mein Typ. Sag mal, Süßer, möchtest du vielleicht hier bei mir bleiben? Na, kommt drauf an, was du zu bieten hast, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ja, ich mache nur Spaß, aber du bist wirklich niedlich, wenn du so verlegen bist. Ja. Aber im Ernst, mein Süßer, lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Wenn du die passenden Materialien hast, kann ich deine Kleidung verstärken, Süßer. Also ich verstärke dann auch nur die Sachen, okay. Also zeig mal, was du in der Tasche hast. Meine Kraft reicht im Moment aus, um deine Kleidung beträchtlich zu verstärken. Ja, schauen wir mal. Nur das eine, also nur hier den antiken Helm, den wir auch schon haben. Den könnte sie verstärken. Antike Schraube haben wir genug und Federn auch im Moment, ne? Frage ist, soll ich das direkt machen?
Ich würde sagen, ja, mache ich. Wir schauen auf jeden Fall auch gleich nochmal zum Akala-Institut. Sehr schön, dann mach jetzt die Augen zu. Da haben wir zumindest den Helm schon mal verstärkt. Von der antiken Rüstung hier. Auf 7 sogar hoch, okay. Helm austeilen, Kämmer. Du solltest doch etwas daran spüren können, von meiner Wärme. Oh. Manche Kleidungsstücke erhalten einen Bonus, wenn du sie verstärkst, aber dafür musst du das ganze Set tragen. Und soll ich mich noch um weitere Kleidung kümmern? Nö, erstmal nicht. Ich kann es spüren, nicht alle meiner Schwestern sind schon wieder bei Kräften. Sag, Süßer, wenn du ihnen begegnest, wärst du so lieb, ihnen auch zu helfen? Das wäre mir sehr wichtig. Bis hoffentlich bald. Ja, wir haben den anderen beiden haben wir schon geholfen. Die eine ist aber Taburasa, hinten in Akala die eine Fee, plus in Kakariko die eine. Das heißt ja, die drei großen Feen haben wir hier somit. Direkt die dritte hier. Ich würde sagen, so ein paar Sachen nehmen wir hier auch gerne hier mit. Und ich sehe gerade, da sind sogar Erze hier. Hinten links. Prinzessin Enzian auch immer sehr wertvoll. Was haben wir da? Ach so, ein paar Fit-Karotte hier. Ich würde sagen, die Erze nehmen wir mit, oder? Wir müssen eben ein bisschen verticken. Da ist Leuchtstein. Haben wir alles schön mitnehmen hier. Okay. Hier ist er nochmal. Dann würde ich sagen, schau ich nochmal kurz zum Akala-Institut. Die Frage ist, weil wir brauchen eigentlich diese Zahnräder noch. Also von diesen Zahnrädern, dann könnte man die Rüstung erweitern und natürlich Rubine. Aber ich muss schauen, ob wir jetzt genügend von diesen Zahnrädern haben, von den Wächtern. Sonst könnte man auch schauen, dass wir erstmal ja, weitere Schreine in Angriff nehmen, noch in diesem Part hier. Jetzt haben wir die große Fee, einen Schrein noch gemacht, direkt in den Part. Schauen erstmal, wenn wir natürlich genügend Zahnräder haben, müsste man schauen, dass man erst noch so ein paar ja, Sachen verkauft. Bei Erzefarben, willkommen! Okay. Schauen wir mal um. Also Zahnräder sehe ich gerade, ja, haben wir wieder genügend. Würde 20 kosten beim Beinschutz. Bei der Hose auch. Ich sehe, okay, das heißt, es fehlen, wenn wir die anderen beiden Teile haben, ganze 5 Zahnräder nur. Oh, sehr cool. Dann könnte man sich die antike Rüstung hier holen komplett. Plus natürlich 4000 Rubine noch, ne? Ja, das heißt, erstmal können wir sie nicht holen. Aber nur 5. Von diesen Zahnrädern fehlen. Dann hätten wir die komplette Rüstung. Der Krog hier übrigens, wo ist der hier eigentlich? Müsste man auch mal schauen. Ich glaube, ich fliege mal oben hoch. Ja, Remani Sturm ist aktiv. Der müsste irgendwo hier oben sein, oder? Der Krog. Hier oben auf den. Hier waren wir auch noch gar nicht drauf, hier oben. Hier ist sogar so ein Liegestuhl. Ach, hier ist sogar der Krog. Ja, da haben wir den auch. Das ist schon mal sehr cool. Ui, du hast mich entdeckt. Ich würde sagen, das hat was. Ich wollte gerade sagen, ist hier noch einer? Nö, nichts zu hören. Aber übrigens da hinten im Erland, den Schrein haben wir auch noch gar nicht noch. Aber wir haben so vieles eigentlich, wenn man es mal so sieht. Aber Hauptstory, wie gesagt, haben wir zum Glück auch schon mal durch, was natürlich sehr cool ist. Frage wäre, gehe ich da noch hin? Weil hier waren wir auch gar nicht hier oben, da ist auch noch so eine Quelle. Auf der Ranellspitze hier oben. Plus, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo war das? Irgendwo war noch ein Schrein. Ja, hier, genau, den hatte ich ja markiert. Mit Remadi-Sturm kommen wir da hoch, dann fliegen wir dort erstmal hin. Ich würde sagen, passt. Nimm mal den Schrein direkt mit, da haben wir
direkt noch einen weiteren Schrein in dem Part mit drin. Ich weiß gar nicht, gibt das noch mehr Fäden? Noch mehr große Fäden? Keine Ahnung. Also drei Stück haben wir, plus diesen Pferdegott. Ich glaube, es gab noch drei große irgendwie noch. Robert, Tears of the Kingdom, ich bin mega gespannt. Die Welt wird richtig riesig. Möchte auch nicht zu viel spoilern, ich habe so einige schöne Sachen gelesen. Ich glaube, das wird das geilste Zelda ever. Bin schon mega, mega gespannt drauf. Okay, das heißt, einmal hinten runter. Ja, natürlich auch über den Berg hier. Waren wir doch schon? Ne, waren wir noch nicht. Das heißt, einmal so rum. Über den Seeloteich einmal so rum, oder? Spurling haben wir auch noch. Ja, seid doch irgendwie, was ich schon vermutet habe. Ein Krog auf jeden Fall, oben auf der Bergspitze bestimmt. Ja, Tatsache, okay. Und wieder so ein, so eine Aufgabe. Da müssen wir hinten noch rüber. Ich würde sagen, dann nehme ich Revali Sturm, oder? Einmal wieder neu aktivieren. Direkt Revali Sturm aktivieren und rüber. Eigentlich muss man natürlich rüber rennen. Müsste man schaffen, oder? Hoffe ich doch. Ja, im Schloss Hyrule übrigens von dem DLC, von dieser Rüstung, haben wir dieses eine Teil da auch gefunden. Da gibt es auch noch zwei weitere Teile. Die haben wir auch gar nicht und so. Plus die Ballade der Recken ist auch nicht zu 100% fertig. Eigentlich würde es noch so viele Sachen geben in Breath of the Wild. Ah, schaffen wir das? Yes, gerade so geschafft, okay. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, mega cool. Immer wieder vier Krogsau. Hinten links sehen wir auch schon den Schrein. Da fliegen wir direkt hin. Was ist das da hinten für ein Baum? Sieht auch mega interessant aus da. Bin mal gespannt, wie das in Tears of the Kingdom wird. Ja, und hier, wie wir sehen, da sind wir mal lang gerannt, aber konnten nicht rein, weil da so eine Stachel außen rum sind. Ja, super. Übrigens kommen wir jetzt wieder nicht rein. Weil mein... Der Wali Sturm nicht aufgefüllt ist, ne? Machen wir ihn hier erstmal platt, oder? Direkt mit Pfeile drauf. Der nervt. Lass einmal platt machen. Frage ist, kann ich das komische Zeugs wegfackeln? Ah, nice! Das heißt, man hätte das auch nur wegfackeln können, okay. Ich dachte eigentlich, da muss man mit Revali Sturm hoch. Somit können wir ganz gemütlich hier jetzt hoch, okay. Super. Der Semradrein ist das. Ja, schauen wir direkt rein. Ich hoffe nicht, dass es wieder eine Kraftprobe ist, weil das würde hart werden. Zumindest die Kraftproben schwierig. Wären hart, oder? Ne, ist was anderes, okay. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Semrad. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Wäre der richtige Zeitpunkt, heißt die Aufgabe. Da drüben ist ein Schalter. Der richtige Zeitpunkt. Da haben wir so einen Laser.
Ich würde sagen, erstmal kurz hier dran drehen. Okay, dann geht das Laser einmal so rüber, oder wie? Das Teil. Okay. Und Schalter ist aktiviert. Somit. Und dann steigt das Wasser. Gut, mehr war das nicht. Da hätte man Eier mit einem Pfeil rüber schießen können, würde ich sagen. Denk mal hier ganz mal rüber so. Und natürlich am besten aufpassen, dass man sich nicht treffen lässt. Ich springe natürlich direkt in den Laserstrahl rein. Okay. Hier haben wir so ein metallisches Pass. Ah, okay, das müssen wir glaube ich nur da unten reinhauen. Da ist so ein Schalter. Hä? Ah, da geht wieder nach oben. Das heißt, er sinkt gar nicht ab. Da muss man glaube ich schauen, dass man hier. Und dann eigentlich das Wasser wieder absenken. Wenn man einmal einen Pfeil rüberschießen, oder? Machen wir einmal mit Bombenpfeil. Machen wir schon rüber wieder. Ah, okay. Und hat sogar direkt geklappt. Das heißt, Wasser ist wieder runtergegangen. Aber ist so ein Schalter. Das heißt nur so ein Schalter. Bloß hier oben ist aber eigentlich noch eine Truhe. Hä? Wie soll man die denn kriegen? Also wir hätten den Schrein eigentlich schon fertig, aber die Truhe würde ich natürlich auch ganz gern mitnehmen. Das heißt eigentlich das Wasser wieder steigern. Wieder hoch machen. Und dann geht die Kiste auch wieder weg. Moment. Muss mal schauen, ob ich da hinten rankomme. Ja, schnell durch. So mit Wasser steigt wieder. War easy. Dann kann man eigentlich mit dem Kühlmodul direkt das Teil hier machen. Und die Truhe somit mitnehmen. Eigentlich easy der Schrein, oder? Würde ich jetzt sagen. Großer Boomerang. Ja, Tür ist wieder zu, weil wir Schalter aktiviert haben. Oh nice. Somit unser nächster Schrein. Einmal abgeschlossen. Schrein Nummer 54. Auch mega cool. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleiht er ein Zeichen der Bewährung. Weiß gerade gar nicht, wie viel haben wir da im Moment. Hatte ich gar nicht drauf geachtet vorhin. Ah, ganze zwei haben wir. Das heißt, wenn man noch zwei weitere hätte, könnte man einen Herzcontainer holen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Okay. Aber mega cool. Easy, würde ich sagen, der Schrein. Überall in Hyrule finden sich Abbildungen der Göttin. Punkt, 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 stand noch als Hinweis gerade eben. Oh. Ja, das heißt, man könnte natürlich schauen, ob wir irgendwie noch weitere Schreine finden. Von der Zeit sehe ich gerade, haben wir noch ein bisschen für den Part auf jeden Fall. Frage wäre, wo gehen wir hin? Wir haben eigentlich so viele Sachen. Hier hinten zum Beispiel auf den Inseln, da waren wir auch gar nicht. Wir sind da mal lang gerannt. Auch hier die riesigen Flächen überall noch gar nicht gewesen. Das hat mich eigentlich letztens schon interessiert. Hier. Also hier oben der Berg. Ich würde sagen, ich gehe sogar da mal hin. Wir schauen mal direkt zum Hateno-Institut. Ja, fliegen hoch zum Berg. Ich bin gespannt, was dort bei der Quelle ist. Könnte auch sein, dass da ein weiterer Schrein ist, oder? Der Galopp ist die schnellste Laufgeschwindigkeit eines Pferdes.
Oh, ich bin mega gespannt auf Tears of the Kingdom. Mit den ganzen Sachen. Mega, mega Hype. Ja, wie gesagt, digital könnte man das natürlich kaufen eigentlich, aber ich kaufe es nicht digital, da ja alles im Handel kauft, was man im Handel kaufen kann. Hier ist auch noch ein Krog irgendwo noch. Zumindest der Bali-Sturm ist gerade nicht aktiv. Man kann natürlich oben nochmal hochklettern. Wo soll hier der Krog sein? Übrigens ein Glutling haben wir hier noch. Da fällt mir gerade ein, im Wald der Krogs war ja noch dieser kleine Krog mit der Prüfung da. Könnte man eigentlich sogar abgeben dort. Ich schau mal kurz oben hoch. Ich denke mal, der Krog ist bestimmt oben irgendwo, oder? Ja, da war eben schon was zu sehen, eben oben drauf. Dann einmal mit Revali Sturm hoch. Ja, er ist tatsächlich da oben drauf. Oben hier auf dem Dach. Auf dem Wächter hier. So mit Krog entdeckt. Ui, du hast mich entdeckt. Immer wieder sehr, sehr cool, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, wie gesagt, Frage ist, gehe ich jetzt erst dorthin, weil mir fiel gerade das mit der Aufgabe im Wald ein, obwohl... Ja, ich würde sagen, kurz noch hoch zur Ranellspitze. Das sieht nämlich sehr, sehr interessant aus dort. Und wir waren da nicht, ne? Ärgerlich ist so, wir müssen die Kleidung wieder wechseln. Ich würde sagen, direkt... Unser Orni-Gewand hier. Einmal direkt ausrüsten. Dann könnte man eigentlich mit Revali Sturm hoch. Das würde eigentlich sogar schneller gehen, ne? Ich vermute mal, dass auf jeden Fall ein Schrein da oben ist. Ja, auf jeden Fall irgendwo in der Nähe ist einer. Okay, wir sind jetzt eigentlich hier an der Ecke im Moment. Das ist der Madonna-Berg hier. Was ist das eigentlich? Bin mir gerade gar nicht sicher, was ist das da? Das haben wir markiert, was ist das? Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall gleich hinschauen. Das ist nämlich oben die Spitze. Ja, würde ich sagen, direkt hin. Das sieht so komisch aus, oder? Bin mal gespannt. Kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Das sieht mal mega mysteriös aus, würde ich sagen, oder? Wir haben ja anscheinend auch irgendwo einen Drachen, beziehungsweise eine Drachenschlange am Himmel. Oder ist es da oben Drache?
Vor allem der Soundtrack ist gerade so geil hier. Sehr mysteriös. Ja, das hier ist, glaube ich, der Weg, um nach oben hochzukommen, ne? Dann nimm mal doch direkt den Weg hier. Ja, die nervigen Eisviecher kommen natürlich auch alle hinterher hier. Bin mal gespannt, was uns hier oben erwartet. Habe ich überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung von damals hier. Die meisten Sachen ja sowieso nicht. Aber der Soundtrack ist doch mega episch, oder? Was ist das? Ach, da ist sogar noch so eine Statue hier. Willkommen. Willkommen an meiner Quelle. Du hast Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Dies ist der Diener der Quelle der Weisheit. Der azurblaue Geist der Ranellspitze, Neidra. Ah, okay, krass. Kann ich mich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern, wie gesagt. Seit uralter Zeit war er der Göttin stiller Diener. Doch dann nahm die böse Kraft der Verheerung Ganon Besitz von ihm und verlieh ihm seine jetzige Gestalt. Du, der du Zeichen der Bewährung erhalten hast, reinige den azurblauen Geist Neidra vom Bösen. Zeige mir deine Stärke. Krass. Wie gesagt, kann ich mir überhaupt gar nicht dran erinnern. Schatz der Ranellspitze wäre das hier. Die Aufgabe. Durchdringe die böse Kraft, die Neidra im Griff hat. Und befreie ihn von ihrem Einfluss. Ich würde sagen, eigentlich nur Pfeile draufhauen, ne? Auf die Augen. Vermute ich jetzt mal. Okay. Außer noch ein paar mehr Augen, glaube ich. Ja. What? Jetzt fliegt er hier rum, oder wie? Ja, hier haben wir, wie gesagt, noch eine Statue sogar zum Beten irgendwie. Quelle der Weisheit wäre das hier, okay. Frage ist, wie komme ich oben am besten ran an ihn? Denk mal, hier oben die Eisdinger hochklettern, ne? Krass, da haben wir sowas Episches hier noch, was wir total verplant haben, beziehungsweise noch gar nicht gesehen haben im Let's Play. Mega krass geil, würde ich jetzt sagen. Aber erstmal schaue ich kurz, ja, hier wäre ja die Statue, wo man jetzt natürlich beten könnte. Aber wir haben im Moment nur zwei Zeichen der Bewährung und müssen natürlich Neidra erstmal da oben von diesem schwarzen Zeug befreien. Frage ist, wie kommen wir am besten hoch? Hier sind Winde, ne? Ja. Also einmal hoch. Ich würde sagen, den befreien wir auf jeden Fall Neidra. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier sowas noch auf uns wartet hier. Da müssen wir eigentlich ganz hoch, ne? Am besten schön Pfeile reinkicken ins Auge, in die Augen. Aber was bringt das, wenn wir ihn befreien? Da bin ich mal gespannt drauf gleich. Er sieht auch geil aus, ne? Von den Farben, muss ich sagen, sieht der Drache mega cool aus.
Ah, da haben wir jetzt ein Auge, schauen wir mal. Da kriegen wir von hier natürlich nicht. Ich würde sagen, am besten ganz oben hier auf die Spitze. Aber krass, kann ich mich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern hier. Das heißt, eigentlich auf dem Auge warten. Ah, nein, jetzt hat er mich noch runtergekickt. Kann nicht sein. Das ist natürlich gar nicht gut. Jetzt hänge ich hier irgendwo in der Ecke. Oh, super. Und Ausdauer ist leer, naja. So, so halt. Da ist direkt wieder hoch. Krass, sowas mega episches. So einen epischen Drachen haben wir total verplant. Und gar nicht mit drin gehabt in den Parts. Bis jetzt zumindest. Jetzt haben wir ihn hier in diesem Part mega, mega episch. Revali-Sturm ist bereit. Und Revali-Sturm, das ist schon mal gut, dass der bereit ist. Hier direkt Pfeil drauf. Denk mal, da hat noch mehr Augen hängen irgendwo noch. Aber ich finde auch von den Farben sieht er geil aus, Nydra. Hat schon was Episches. Vorne am Kopf habe ich gerade gesehen, ist noch ein Auge. Und hier oben. Kleinere Augen. Ja, super. Wie soll man die denn kriegen? Und er fliegt jetzt irgendwie sogar dort lang. Das heißt, einmal hinterher. Ich würde sagen, erstmal vorne an seinem Kopf rankommen irgendwie. Wenn wir das dann schaffen. Das eine Auge dort sehe ich gerade, könnte man versuchen. Und ich fall runter, kann nicht sein. Aber hab wieder neue Energie. Beziehungsweise Ausdauer. Direkt aufs nächste Auge drauf. Nein. Fall natürlich wieder runter. Okay, ihn haben wir. Nur das ist ein Auge hier. Und vorne könnte man schauen. Oben ist ein Auge da. Super. Kommen wir natürlich wieder nicht hoch. Dann direkt mit Revali Sturm hoch. Und jetzt mal kurz schauen. Klar. Hab's natürlich nicht geschafft. Mega, mega episch, würde ich sagen. Gut, dass wir hier hochgegangen sind zur Ranelspitze. Ja, wie gesagt, ich hatte mich ja in den letzten Part schon gefragt, was da für eine Quelle sein könnte. Aber dass hier sowas mega episches auf uns wartet. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wo ist er? Ich denke mal, der wird hier bestimmt gleich irgendwo wieder auftauchen, ne? Sieht man ihn? Ne, auf der Karte kann man ihn nicht sehen, ne? Man sieht nur, dass die Winde hier so lang gehen. Ah, da unten ist er. Und am Kopf hat er auch immer noch so ein riesen Auge hängen. Ich würde sagen, lieber erstmal der ran. Ah ja, super. Jetzt kommt er von der Seite. Und kriegt mich. Ich sehe gerade, jetzt könnte man ihn eventuell kriegen, oder? Ja, super. Aber natürlich nicht gekriegt. Und yes, somit am Kopf getroffen. Und geschafft, wir haben ihn befreit. Ich muss sagen, er sieht mega cool aus, oder? Auch die Farbe, wie gesagt, vom Design allgemein. Mega cool umgesetzt.
Denk mal, wir müssen jetzt wieder hoch, oder? Dank dir wurde Nydra, der große Geist der Ranellspitze, von der Kraft des Bösen gereinigt. Geh nun und durchbohre Nydras Körper. Durch dieses letzte Ritual wird er seine Freiheit wiedererlangen. Durchbohre Nydras Körper. Wie mit dem Schwert oder wie? Okay, schauen wir mal. Mega cool, auf jeden Fall. Ich bohre seinen Körper oder mit dem Pfeil. Schauen wir mal. Okay, das war's jetzt, oder wie? Und er haut irgendwie ab. Oh, sehr cool. Was ist das? Das hier ist eine Nydra-Schuppe. Ein Zeichen, das jenen gewährt wird, die den Diener der Quelle mit einem Pfeil durchbohren. Ah, okay, war sogar richtig mit Pfeil dann. Gut, dann bringe der Quelle der Weisheit nun die Nydra-Schuppe da. Oh, sehr geil. Machen wir natürlich direkt. Diese wertvolle Schuppe schmückt der einzige große Geist Nydra. Sie verströmt eine eisige Kälte. Man kann sie zum Kochen verwenden, doch das wäre Verschwendung. Ja, wir sagen, machen wir natürlich direkt. Das heißt, hier einmal die Schuppe hinpacken, ne? Ja, gut sind weg. Wo soll man die hier hinpacken? Hier vorne irgendwie. Ah, okay, einmal hier vorne hinlegen. Mega episch. Und somit öffnet sich das Tor und wir haben einen weiteren Schrein. Mega, mega cool. Wir hatten dann sogar mal eine Quelle auch hinten in diesem Eingebiet. Das wäre eigentlich sogar die zweite Quelle mit dem Schrein hier eigentlich noch. Der Weg steht ja nun offen. Schritt voran. Mega geil. Auf jeden Fall. Somit Schatz der Ranellspitze geschafft. Ja, schauen wir direkt rein. Ich würde sagen, den Schrein, den Yita-Sami-Schrein haben wir hier. Machen wir natürlich direkt mit. Bin mal gespannt. Ich denke mal, die Aufgabe haben wir sowieso abgeschlossen. Das war bestimmt die Prüfung, dass wir ihn befreien und so. Wie gesagt, mega episch. Und ich konnte mich auch gar nicht mehr dran erinnern, hier an Nydra allgemein und so. Wieso das meiste, was ich auch alles vergessen hatte im Let's Play allgemein, hat es ja schon öfters erwähnt. Die meisten Sachen habe ich ja sowieso schon vergessen in Breath of the Wild. Aber mit diesem Let's Play natürlich aufgefrischt. Somit kann das auf jeden Fall mit Tears of the Kingdom starten. Wenn das Game dann morgen bei mir ist, wenn ich es hab. Ja, Schrein somit auch direkt abgeschlossen. Okay, ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Yita Sami. Du hast die Prüfung bestanden. Mega cool. Und nochmal eine Eislanze auch nochmal hier. Ich würde sagen, könnte man irgendwas Wertloses wegpacken, oder? Gut, was wäre wertlos? Die Axt hier, die könnte man wegschmeißen. Die ist im Moment wertlos, würde ich sagen. Und somit Eislanze eingesackt. Ja, und Schrein natürlich. Samt Ranellenspitze mit Nydra geschafft. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Wäre sogar wieder unser drittes Zeichen, ne? Mega cool. Ja, das heißt, normalerweise ein weiteres Zeichen, dann könnte man einen weiteren Herzcontainer holen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Krass, hätte nicht gedacht, dass sowas hier auf der Ranellspitze auf uns wartet.
dachte jetzt höchstens, dass da irgendwie vielleicht entweder eine große Fee vielleicht noch wäre, aber ich glaube, es gab auch nur drei große Feen. Oder halt irgendwas anderes, so wie hier das Schrein, hatte ich eher gedacht. Aber dass so eine Aufgabe hier auf uns wartet, die eigentlich sogar so mega episch ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, hier könnte man eigentlich beten, aber es fehlt dafür ein Zeichen der Bewährung im Moment. Achso, auf jeden Fall. Jetzt mal schau. Ja, mega, mega cool auf jeden Fall, oder? Auch in dem Gebiet, wo wir ihn gerade gejagt haben hier. Das war das Neidra Schneefeld übrigens hier von ihm. Oh, ich würde sagen, sehr geil. Auf jeden Fall mega, mega cool. Links sehe ich noch See der Läuterung. Weihe-Hochebene. Wenn wir nochmal schauen, Pfad des Helden, da sind wir überall lang gerannt. Es gibt eigentlich so viele Sachen, die wir noch gar nicht haben, ne? Und Tears of the Kingdom steht vor der Tür. Echt krass. Auch hier in der Wüste. Hier zum Beispiel waren wir auch gar nicht. Dann oben rechts das Erland, wo wir auch gar nicht waren. Dort an der Stelle. Jetzt könnte man dorthin. Wir haben ja Revali Storm eigentlich und so, ne? Dann hier oben, da waren wir auch gar nicht. Genau wie hier. Nördliche Tabanda-Ebene. Suzuki Schneefeld. Hebra-Ostspitze, Gipfel. Eigentlich mega krass, wie groß das Game eigentlich ist. Ja, und Tears of the Kingdom ist ja, soll ja noch größer sein. Das soll gigantisch sein. Das wäre auf jeden Fall mega krass, das Game. Auf jeden Fall, denke ich mal. Frage ist, ob ich noch einen weiteren Part starten soll. Oder ob ich Feierabend mache für heute. War eigentlich mal geplant, diesen Part hier. Es hat mich aber noch sowas Episches gehabt, wie hier. Mit dem Neidra-Drachen gerade und so. Man könnte natürlich, wenn ich jetzt einen weiteren Part starten würde, oben rechts zum Erland zum Beispiel. Zum Wald der Crocs, da müssen wir nur so ein Glutling abgeben. Das ist gerade die Frage. Ich glaube, ich reise erstmal zum Wald rüber. Ja, aber wir haben nämlich schon wieder eine Stunde rum. Das wäre dann so mit dieser Part hier. Ich denke mal, den nenne ich dann, benenne ich nach dem Neidra, oder? Würde ich sagen, passt eigentlich. Mit der Ranellspitze hier und so. Aber das ist eigentlich das Epische, war hier in diesem Part auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, bei dem Krog oben, da müsste man hochschauen. Der wollte ja doch so ein Glütling haben. Haben wir überhaupt einen? Weil ich den jetzt nicht gefuttert habe oder so. Ne, haben wir. Drei Stück werden hier. Das wäre eigentlich so eine Aufgabe, die man machen könnte. Ja, ich würde sagen, wir starten sonst gleich noch einen weiteren Part, oder? Das heißt, hier an der Stelle machen wir eine kurze Pause. Ich speichere sogar lieber nochmal schnell. Ja, dann machen wir hier gleich weiter. Kurze Pause, 5 bis 15 Minuten ungefähr, wie ihr es erkennt bei mir immer. Dann machen wir noch einen weiteren Part auf jeden Fall und schauen erstmal dann zu diesem Krog, geben den Glutling ab und schauen, ich denke mal, eventuell hinten zu diesem Erland. Da ist auch noch ein Schrein. Ja, wir haben da so viele Sachen, die wir noch gar nicht eigentlich in Angriff genommen hatten. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall kurze Pause und ja, bis gleich dann.